Ein Saeco Royal Cappuccino ist super 016 R, eine super Kaffeemaschine. Ja, Wassertank füllen. Verliert Wasser an der Wassertank. Das geht ja sehr leicht rein und raus und rein. Das bedeutet, die Dichtung hier ist defekt. Ja, das Magnet kann defekt sein, aber hier habe ich so ein kleines Magnet. Und dann gehe ich an der Stelle, wo der Wassertank ist und zeigt immer noch Wassertank füllen. Ja, bei so einem Gerät nach 12 Jahren muss man komplette Bestandaufnahme machen. Also erstmal zerlegen und gucken, wie es so innen drin aussieht. Weil hier verliert auch zu viel Pulver streut überall. Das bedeutet auch, oh. Ja, die Dichtungen dort an den Kupplung-Einlaufstützer, die sind auch fertig. Ja, die Brühgruppe sowieso muss komplett revidiert werden. Da hat jemand hier eine Dichtung gemacht. Also sieht aber schon von Farbe und von Dicke nicht wie die Originale, aber okay. Ja, ich zerlege erstmal schnell das Gerät. Das geht ganz einfach. Die Schrauben hier an dem Bohnenbehälter, hier die Schrauben an dem Wassertank und hier sind nochmal Schrauben untere Seite hier. Kaffeeauslauf rausnehmen. Ja, und so sieht das Gerät von innen aus. Ja, die letzte Reproduktionen der Royal sind sehr, sehr gut. Das ist schon Profitechnik hier mit Ventil, der alte gut bewährte Durchlauferhitzer. Und hier ist nochmal das Ventil. Ja, die Pumpen sind unten, sieht man jetzt nicht. Und da hat man hier ein Flowmeter und kaum zu sehen hier durch die Schläuche. Hier drunter ist nochmal ein Flowmeter. Ja, dann ist die Elektronik hier drei Module. Also Leistung, dann die Steuer- und das Display-Einheit. Dann ist hier der Klopper, das Mahlwerk, da kommt die Pulver rein, der Klopper. Mikroschalter hier von der Tür und hier ist nochmal die Wiege sozusagen mit dem Mikroschalter. Ja, die Heizplatte muss ja hier drinnen bleiben, sonst funktioniert in eine Schleife nicht mehr. Okay, und hier ist mein Sensor, also Wassertanksensor oder RED-Sensor, Magnetsensor. Und da müsste jetzt. Na, also man kann sehen, reagiert, aber zu schwer. Was bedeutet das für mich? Ja, es kann ja möglich sein, auf jeden Fall das Magnet in der Wassertank, das ist hier drin, das schwarze, der schwimmt, muss erneuert werden. Die verlieren auch an Leistung, also die sind nicht mehr genug und das hier. Wassertank normalerweise zeigt er sofort, aber reagiert auch ein bisschen schwer. Ja, jetzt gar nichts wieder. Man kann sehen, das Ding ist da. Jetzt geht nicht. Ich wollte eigentlich nachschauen. Und jetzt liegt er wieder da. Und. Es ist ja total. Also auf jeden Fall tausche ich hier den Sensor aus. Was ich aber schauen möchte, weil so kann ich das Gerät jetzt. Also wirklich, er will ja nicht. Na, will ja nicht. Ich bin zwar hinten jetzt. Also nur in einer bestimmten Stelle. Wollte mal gucken hier. Total Kaffee, das interessiert mich. Oh, das ist ja gar nicht so viel. Also das 4000 Tassen, das ist gar nichts. Ne? Okay, also auf jeden Fall hier eine kurze Wartung durchführen mit allen Dichtungen, komplette Reinigungen, Kalkung, Mahlwerk reinigen, Wassersensor austauschen, der RED-Sensor dort, der Magnetsensor, Brühgruppe revidieren und alles, was dazu gehört und dann sollte die Maschine weiterlaufen. Also mit 4000 Tassen ist sehr wenig gelaufen. Ich habe Geräte gesehen mit 80.000. Ich glaube, eines hatte 140.000.
aber selbstverständlich mit Reparaturen. Ja, Geräte, die in öffentliche Plätze standen, also wo viel Kaffee daraus getrunken wird. Allerdings klar, wie gesagt, mit Reparaturen, solange hält die Technik nicht. Okay, nur an den Einlaufstütze rankommen zu können. Also hier ist der Antrieb, dafür muss alles raus. Ne? Sieht zwar kompliziert aus, aber das hängt alles zusammen, wenn man die Heizungen, also das Chassis hier abschraubt, den Träger und alles so zerlegt, dann kriegt man das Ganze, ja, die ganzen Gewuschte hier mit Leitungen und alles raus und dann kann man gut arbeiten. Ansonsten ja, überprüfen. Auch die Ventile hier kann man zum Teil gut revidieren. Sollte was defekt sein, sind alle lieferbar, aber sehr teuer. Ne? Ja, okay, das alles mal zu dem Fehler bei der Maschine. Escape. Ja, okay, und dann der Fehler vom Wassertank. Gut, soweit zu dem Fehler, Wassertank. Magnetsensor, aber hier das Gerät wird auch komplett revidiert. Und hier nochmal schnell die Explosionbezeichnung, damit man auch so erkennen kann, es gibt mehr Revisiontypen von SUP016R. Ja, und hier wie die Teile aussehen, damit man ja herausfinden kann, wenn man was braucht. Es sind auch viele Bestellnummern hier nach Bezeichnung, wie man sehen kann, verschiedene Optionen. Ja, und das ist das Wasserkreislauf hier, oder Fluidsystem, wie es genannt wird. Und dann hier kann man sehen, dass die beiden Pumpen, na, dann klar zieht ja hier Wasser, die ziehen Wasser rein und dann geht einmal durch die Ventile, einmal durch die Dampfheizung und einmal hier durch den Durchlaufheizer. Sieht man ein anderes System. Das ist nicht das, was in der Maschine verbaut worden ist, aber im Prinzip das ist das Gleiche. Auch das Filter hier sollte auch mit immer berücksichtigt werden, weil wenn die verkalkt sind, dann bilden sich hier immer viele Luftblasen, die nicht durchgehen und dann zieht die Luft immer ein bisschen Luft mit und dann kann er keinen Druck aufbauen. So, das ist auch nicht mein Kreislauf. Genau, jetzt ist der richtige. Also es gibt ja mehrere Versionen, wie gesagt, und hier hat man den neueren Durchlauferhitzer und das ist das, was zu den Maschinen gehört. Hier ist der Typ hier 354 bis 2012. Ne? Und das müsste man machen. Und hier sieht man, da kommt man nicht so einfach ran. Das gehört zu den Heizungen hier. Dafür muss die Maschine komplett zerlegt werden. Ne? Und die vielen Einzelteile, auch hier die Dichtungen. Ja, die Dichtungen hier sollten erneuert werden. Jedes Mal mit auch hier an den Cappuccinatoren, damit die Maschine richtig gut läuft. Ne? Also Sensor ist absolut kein Thema. Es sind auch eine andere Version, können leichte Unterschiede sein. Ne? Und wir haben auf jeden Fall, was sehr lange hält, sind ja die Membranenregler. Ja, und noch eine Version, aber das gehen erstmal weiter. Ja, das Malwerk komplett, also immer reinigen, Klopper und so. Und dann Malwerk ist ganz easy, hier oben abschrauben, sauber machen, überprüfen. Ja, werden auch Einzelteile geliefert. Auch das Malwerk gibt es wieder zu kaufen. Ja, das Antrieb. Und hier ist die Elektronik als Block, aber es gibt verschiedene Ausführungen, muss man auch berücksichtigen. Ja, und die Brühgruppe mit Einzelteilen. Ne? Also bei Revidierung auf jeden Fall den Kolben rausnehmen. Hier in den die Bohrungen sind von der anderen Seite, die sind konisch und da setzen sich immer feine Pulver durch, auch wenn das Wasser durchläuft. Auf jeden Fall richtig reinigen und das klebt ja ordentlich drauf. Ne? Der Ränderschraube aufpassen und Federschen und so und die Dichtungen original. Auch der Aufnahmekupplung hier, das Teil immer prüfen, dass er nicht ausgeleiert ist. Ja, und das war's. Wie man hier sehen kann, für die Elektrik gibt es keine Information, also in dem Datenblatt hier, weil das unterschiedlich ist und klar, Voraussetzungen sind, dass man sich damit auskennt. Ansonsten alle Stecker markieren.
Sonst alle mal die Überraschungen, dass anschließend das Gerät nicht funktioniert. Also man macht sehr, sehr schnell etwas kaputt. Das wäre traurig. Ne? Für den Magnet gibt es auch eine Bestellnummer. Hier ist das Magnet in der Wassertank. Gibt es auch welche vom Freimarkt. Ja, laufen auch. Aber Original ist irgendwie nach wie vor immer besser. Ja, so viel zum Thema. SUPENO 16R, einer der besten Kaffeeautomaten, die man noch haben kann. Und ja, soweit alles klar.